ist Heilige und Börschi. Du bist das beste Glücksbärchen im Wolkenland. Hi, Heidi. Hi, Heidi. Das ist lustig. Schon klar. Lecker. Danke, dass du mir beim Backen hilfst. Gern, es hat Spaß gemacht. Ein Hurra für unser Teilegern-Bärchen. Bärchi-Umarmung! Willst du deine tollen neuen Erfindungen mit uns teilen? Ja, na klar. Sind das Spaghetti auf einer Pizza? Spagizza. Heidi, das sind Pomeladas. Lass mich raten. Tacoroni? Nein, Senf-Ketchup-Ecken. Hey, fangt ja nicht ohne mich an zu essen. Was ist denn das? Was meinst du denn, was ist denn das? Das sind Kekse. Oh, was denn sonst? Die sehen aus, als hättest du einfach irgendwas zusammengemixt. Genau das habe ich ja auch gemacht. Probier mal. Oh, nein, danke. Hä? Ich nehme einen. Siehst du, Sonnenschein will einen haben. Sonnenschein ist auch Schokolade mit Brokkoli. Bei allen Wolken. Ich muss mich hinsetzen. Ist er krank? Keine Ahnung. Brummel, was hast du in die Kekse reingetan? Ich kann mich nicht erinnern. Ich war so in Eile. Das sind die besten Kekse, die ich jemals probiert habe. Haha, ich wusste es. Ja, das sind die besten Kekse, die ihr jemals probiert habt. Na, dann wollen wir mal. Danke. Schmecken die toll. Sonnenschein hat recht. Gib mir ein W, gib mir ein O, gib mir ein W, gib mir ein Wow. Schnell, gib mir noch einen Keks. Meine Geschmacksnerven spielen verrückt. Brummel, ich bin beeindruckt. Sie sind unglaublich. So lecker. Köstlich. Kannst du noch mehr machen? Gut gemacht. Wahnsinn, der reine Wahnsinn. Sieh mal, Hurra-Bärchi, ich habe deine Jubelkirschtorte gemacht und doppelt leckere Brownies für dich, Schmuse-Bärchi. Und Harmonie, Honig, Bananen, Musical-Riegel. Oh, Tylee, diese Riegel sind Musik in meinen Ohren. Na, die sind köstlich, was? Ja, und wie? Fast so gut wie Brummelskekse. Das musst du gerade sagen. Du isst Schokolade mit Brokkoli. Ups, mir ist ein Keks runtergefallen. Ja, ich hab ihn. Und, Brummi, was ist dein Geheimnis? Geheimnis? Naja, sag's nicht den anderen, aber manchmal trage ich zwei Nächte hintereinander denselben Schlafanzug. Nein, ich meine das Geheimnis von deinen Keksen. Meine Kekse haben keine Geheimnisse, aber einige sind Glückskekse. Du wirst gleich einen richtig leckeren Keks essen. Hey, siehst du, es stimmt. Brummbärchi, willst du morgen nicht zu mir kommen? Wir können zusammen backen. Naja, ich weiß nicht. Ich habe schon eine Menge vor. Essen, dann ein Schläfchen, dann wieder Essen und dann noch ein kleines Schläfchen und... Ich mache leckeres Essen. 11.30 Uhr? Sagen wir 12. Bis dann. Hey, Tylee, möchtest du ein Stück Spagizza? Extra lecker. Nein, danke. Kann ich dir irgendwie helfen? Ich brauche irgendwas zum Mixen. Deine Rührschüsseln stehen da drüben. Langweilig. Hast du nicht was Lustigeres? Seit wann stehst du denn auf Spaß? Ha, perfekt. Das ist eine Vase. Hey, völlig egal, wie du das nennst. Aber sie ist zu dünn. Da kriegst du nicht mal einen Löffel rein, um umzurühren. Glaub mir. Na, du wirst schon sehen. Ich mach das auf meine Art. Wer braucht schon einen Löffel? Ja, ihr werdet schon sehen. Was für Kekse machst du denn, Brummbärchi? Ich weiß noch nicht. Ich lass mich einfach von meiner Stimmung treiben. Hey, apropos Stimmung. Hast du etwas Salsa-Musik? Auf
diese Weise sehen alle Kekse gleich aus. Auf diese Weise werden meine Kekse, was auch immer. Was denn? Oh, du misst gar nicht ab. Zucker und Honig? Das ist viel zu süß. Das ist viel zu viel Mehl. Das machst du auch rein? Das ist doch verrückt. Vorsicht! Ist das dein Ernst? No! Tylee! Hoppla! Oh, Verzeihung. Die werden bestimmt furchtbar schmecken. Was ist, Heiligern? Sind sie noch zu heiß? Schmecken sie nicht? Sie schmecken unglaublich gut. Gut, Tylee, lass dir von Brummel nicht die Laune verderben. Konzentriere deine positive Energie. Dann kannst du genauso gut backen wie Brummbärchi, wenn nicht sogar noch besser. Na dann, viel Glück damit. Wo hast du diesen Keks her? Entschuldigt bitte, entschuldigt bitte, entschuldigt mal. Hallo, Tylee-Gern-Bärchi. Du verkaufst Kekse aus deinem Wohnwagen heraus? Im Ernst, Brummel? Er verkauft sie nicht. Er tauscht sie. Oh, lecker Schmecker. Das ist eine Quiche. Ich nenne sie Symphonie in Eierform. Hier, deine Kekse. Oh. Ich nenne sie Kekse. Oh, hallo Tylee. Was tauschst du denn heute mit Brummel? Was? Ich? Ich tausche gar nichts für seine Kekse. Solltest du aber. Ich hab die Jubelkirschtorte von dir getauscht. Wie bitte? Vergiss es. Heidi, ich brauch deine Hilfe. Wobei denn? Beim Aufbauen. Ich mache nämlich meinen eigenen Stand. Genau hier. Genau hier? Aber warum? Darum. Und ich hab eine unschlagbare Marktstrategie. Nachtisch umsonst. Kekse, Törtchen, Brownies und so weiter. Holt sie euch. Ich hab gesagt, alles ist umsonst. Hey, hurra, Bärchi, hey! Bist du noch sauer auf mich? Was? Nein, ich brauche ein paar Jubelrufe. Es gibt Süßes umsonst. Da bin ich genau die Richtige. Hey, hey, kommt mal her. Teile gern, es gibt was Süßes heute für alle. Ganz umsonst, ja, umsonst. Und schon kommen sie. Sie schmecken nicht so gut wie Brummels, doch sie sind total umsonst. Hey, Brummel,
Brummel, deine Kekse sind der Kracher und ich würde gern noch ein paar davon probieren, aber alles, was ich habe, ist das hier. Wow, Sonnenschein. Ich kann mit deinem Surfbrett nichts anfangen. Oh, eigentlich ist es gar kein Surfbrett. Es ist ein riesiges Stückchen Käse in der Form eines Surfbretts. Riech mal. Cheddar? 2 Jahre alt. Danke. Sunshine, guck mal, was ich hab. Tali hat ihre ganzen tollen Sachen mit den Keksen weggegeben. Eigentlich will ich aber gar keine Kekse. Willst du sie? Nein, danke, Wunderherz. Ich muss was Neues aus einem Stück Käse schnitzen. Oh, vielleicht kann ich sie bei Brummel für ein paar von seinen Keksen tauschen. Bist du sicher, Tali? Natürlich. Außerdem konnte ich mich nie richtig für die Geige begeistern. Teile gern, das ist eine Trompete. Ah, das erklärt alles. Oh, Igitt, das schmeckt ja furchtbar. Warum kann Tali denn nicht mehr backen? Hallo, Schmusebärchi. Mal sehen, hier sind ein paar nussige Honigstückchen und wie wär's mit dem hier? Oh, irgendetwas sagt mir, dass du auf Brummels Backkünste eifersüchtig bist. Kann das sein? Ich und eifersüchtig? Ach, so ein Unsinn. Also schön, dann danke für den Kuchen. Und danke, ich brauche keine Steppschuhe. Bist du etwa schon zu alt zum Tanzen? Nein, bin ich nicht. Dam, da, dam, dam. Aber ich hab schon ein paar. Da kommt er. Hey, wie läuft's denn? Was machst du da mit meinen Sachen? Oh, ein paar Glücksbärchis haben sie gegen meine Kekse getauscht. Aber ich brauch sie nicht und möchte sie dir wieder zurückbringen. Bis auf dieses Skatebrett-Ding. Und dazu brauche ich einen neuen Helm. Alles in Ordnung? Nein, nichts ist in Ordnung. Diese Backerei von Brummbärchi muss endlich aufhören. Ich hab ne Idee. Ich klau ihm seinen Zucker. Oh nein, nein, er hat ja noch mehr. Ich weiß, ich werde all seine Kekse aufessen. Oh nein, dann wird er neue backen. Teile gern, das ist doch nicht deine Art. Hör auf, komm wieder zu dir. Ich muss was unternehmen. Irgendwas Verrücktes, Zerstörerisches. Das ist es. Ich mach seinen Backofen kaputt, damit er nie wieder backen kann. Teile gern, nein, das kannst du doch nicht machen. Ach, du hast recht, das kann ich nicht. Doch, du kannst es, Teili. Nein, nein, das ist falsch. Aber du willst es doch. Ja. Nein, nein, ich kann es nicht. Aber Beastly kann es. Ja, Beastly kann es. Und dann bin ich das beste Backbärchi im Wolkenland, so wie immer. Hast du alles verstanden? Warte. Was ist für mich drin? Also, ich backe für dich einen ganzen Monat lang alles, was du willst. Die leckersten Köstlichkeiten. Kann ich vielleicht einen Monat lang Brummelsleckereien kriegen? Ich habe gehört, die sind viel besser. Ist ja gut. Das kommt wohl offensichtlich nicht in Frage. Aber du musst Brummis Backofen kaputt machen, okay? Ja, kaputt machen! Kaputt machen! Kaputt machen! Ja, kaputt machen! Warte, was soll ich kaputt machen? Seinen Backofen! Aber vergiss nicht zu warten, bis alle Kekse im Backofen sind. So schlage ich gleich 2 Fliegen mit einer Klappe. Ich mach alles kaputt! Ich mach's kaputt! Putt, putt! Ich mach alles kaputt! Oh ja! Ha! Heidi, ich brauch deine Hilfe, um meine Teeparty vorzubereiten. Huhu! Bist du da? Ah, sie ist bestimmt zu den anderen gegangen, um sie alle einzuladen. Ja, ja, meine Party. Nur meine. Dieser sich in den Vordergrund drängende Brummel mit seinen lächerlichen Keksen wird schon bald vergessen sein. Stattdessen werden mich alle Glücksbärchis bewundern für meine meisterhaften, wundervollen, köstlichen Kekse. Brummbärchi, wach auf! Brummel, schnell, du musst aufwachen! Nee, ich auch, ich will noch schlafen. Oh nein! Ketchup? Das, das
Hör auf damit! Hör auf! Hey, was hast denn du da getan? Oh, Tylee, das ist wunderschön! Hurra, hurra, das ist wunderbar! Ach, ist ja gut. Nein, ich meine, bitte jubel noch mal. Hurra, hurra, das ist wunderbar! Tylee, du bist umwerfend. Ach, meinst du wirklich? Aber klar. Wow. Wundervoll, Tylee. Das ist wirklich sehr nett von dir. Na ja, ihr wisst ja, wie ich bin. Ich teile eben gern mit allen meinen Freunden. Also nicht mit allen. Wo ist Tidy? Vielleicht ist sie wieder bei Brummbärchi. Er ist auch nicht hier. Die sind bestimmt zusammen. Und komm gleich her. Glücksbärchis, viel Spaß mit meinen leckeren Köstlichkeiten. Ich sehe, schmeckt's euch. Oh, das freut mich. Keiner backt so gut wie ich. Und wie hat's dir geschmeckt, Sonnenschein? Oh, ist schon gut, man spricht nicht mit vollem Mund. Ich will dich ja nicht drängen. Da verschlägst dir glatt die Sprache, was? Du kannst mir ja sagen, wie toll meine Backkünste sind, wenn du aufgegessen hast. Keine falsche Bescheidenheit, haut ruhig rein, es ist genügend da. Oh, oh, Brummel sieht brummelig aus. Oh je, Heidi sieht traurig aus. Oh nein, Brummbärchi, was ist denn mit deinem Backofen passiert? Wer kann das bloß gemacht haben, während ich mit all den anderen Glücksbärchis hier meine wunderbaren Backkünste genossen habe? Also ich kann damit nichts zu tun haben. Ich sag dir, wer das war. Sie. Hm? Nein, warte, das muss ein Irrtum sein. Ich, vielleicht wollte sie dir ja eine Pfanne zurückbringen. Ja, genau, und dabei ist sie über den Ofen gestolpert. Sie hat die Pfanne über meinen armen, hilflosen Backofen gehalten. Aber du hast nicht gesehen, wie sie ihn kaputt gemacht hat, oder? Nein, nicht wirklich, aber... Naja, also wir anderen waren ja alle bei meiner Teeparty, also kann es nur Beastly gewesen sein. Ja, ich wette, Beastly hat ihn kaputt gemacht und Heidi hat ihn verjagt. Heißt das, du beschuldigst jetzt Beastly? Naja, das ist die einzige Erklärung für mich. Also ich weiß nur, was ich gesehen habe. Der Backofen war kaputt und Heidi hielt diese Pfanne in der Hand. Ist das wahr, Heidi? Hast du diese Pfanne gehalten? Ja. Oh nein. Das ist echt wirklich das Schlimmste, das mir jemals passiert ist. Wie konnte sie das tun? Was machen wir denn jetzt? Das erwartet. Eigentlich ist das nicht das Schlimmste, was dir passiert ist, Brummel. Was willst du damit sagen, Tylee? Das Schlimmste daran ist, dass ich alles geplant habe. Ich wusste, dass Heidi versucht, Beastly aufzuhalten, wenn du sie rufst, weil ich Beastly gesagt habe, dass er deinen Backofen kaputt machen soll. Oh. Heidi, warum hast du das nicht gesagt? Ich wollte Tylee gern nicht beschuldigen. Aber es war meine Schuld. Ist alles meine Schuld. Ich weiß gar nicht, was in mich gefahren ist. Ich war so eifersüchtig, dass ich den Verstand verloren habe. Es tut mir leid, Brummbärchi. Ich war eifersüchtig auf deine unglaublichen Backkünste. Du bist ein Naturtalent. Und Heidi, tut mir leid, dass ich dich mit reingezogen habe. Naja, ich glaube, selbst Glücksbärchis machen mal Fehler. Und ich glaube, Kinder können viel klüger sein als eifersüchtige Bärchis. Könnt ihr mir beide verzeihen? Aber natürlich. Ja, sogar ich verzeihe dir. Ich danke euch tausendmal. Und jetzt kommt. Genießt die Party und meine Backkünste. Nein, wartet. Esst nichts davon. Entschuldige, Tylee, aber die Sachen schmecken wie Schokolade und Brokkoli. Oh nein, sie schmecken noch tausendmal schlimmer. Das schmeckt ja eklig. Was ist mit mir passiert? Ich kann nicht mehr backen. Und du backst unglaublich. Ich back zwar immer nur nach Gefühl, aber vielleicht ist der Grund, warum sie so gut schmecken, dass ich sie mit Liebe backe. Und vielleicht hat mir genau das gefehlt. Deine Eifersucht hat dein Gebäck mit Bitterkeit gefüllt. Und deshalb hat es nicht so geschmeckt wie sonst immer. Wow, das ist die Erklärung. Ja, Glücksbärchis, und was machen wir jetzt? Was ich gebacken habe, schmeckt nicht und Brummbärchis Backofen ist kaputt. Hey, mein Ofen mag zwar kaputt sein, aber ich habe immer noch meinen Supergrill. Ja, Grillparty! Ja, Grillparty!
Ja! Und hier ist mein süßer Lohn. Seht mal, was Tyler Gandersi für uns gebacken hat. Ja, lecker. Und rein damit. Bitter. Wir sind die Glücksbären. Wir kommen jetzt zu dir auf einer Wolke. Ja, dort leben wir. Komm, gib uns deine Hand. Komm mit ins Wolkenland. Wir kümmern uns um dich und lassen niemanden im Stich. Glück im Unglück. Das war's, Herr Schrott. Mein Plan ist absolut idiotensicher. Schritt 1. Man baue einen neuen Roboter, der zuverlässiger ist als Schraubenkopf, dieser Verräter. Und der vor allem nicht so viel redet. Schritt 2. Ein Löschstrahl. Der Löschstrahl wird die Zeichen auf dem Bauch der Glücksbärchis ein für allemal verschwinden lassen. Und wenn sie keine Macht mehr über ihre Zeichen haben, werde ich der neue Herrscher im Wolkenland sein? Was sagst du? Sein Name? Grünschnabel? Der Name passt gut zu dem neuen. Schraubenkopf! Schraubenkopf! Wo warst du? Ich habe dich schon ganz lange gesucht. Aber ich habe ihn länger gesucht. Ich brauche deine Hilfe in der Werkstatt. Schraubenkopf, wir waren verabredet. Erinnerst du dich? Schraubenkopf. Schraubenkopf? Jetzt komm. Sobald die Arbeit erledigt ist, kannst du spielen gehen. Hä? Schraubenkopf würde mehr Freude an der Arbeit haben, wenn er vorher etwas Spaß hat. Habe ich nicht recht? Oh. Weißt du, du könntest Schraubenkopf ruhig fragen, was er heute machen möchte. Also gut, aber er soll mir trotzdem helfen. Fragt ihn einfach. Es gibt bestimmt einen Weg, wie Schraubenkopf sich seine Zeit für uns einteilen kann. Ja, fragen wir doch Schraubenkopf einfach selbst. Vielleicht hat Sonnenscheinbärchi recht. Auch ein Roboter muss hin und wieder mal seinen Spaß haben. Verbärt und zugepelzt nochmal. Irgendjemand muss mir jetzt in der Werkstatt helfen. Ha! Der Löschstrahl hat perfekt funktioniert. Das Glücksbärchen hat keine Ahnung, was gerade passiert. Das Bauchzeichen ist ja immer noch da. Ach, typisch Roboter. Nie können sie etwas richtig machen. Ich hab dich nicht aufgeweckt. Das musst du geträumt haben. Was hast du das ganz damit nicht nochmal? Einen Augenblick. Nein, zwei Augenblicke. Hallo Brummbärchi, möchtest du ein wenig Spaß mit uns haben? Nein, ich möchte, dass ihr mir gefälligst ein wenig zur Hand geht. Das ist viel wichtiger als blöder Spaß. Wenn dir so viel daran liegt, werden wir dir selbstverständlich helfen. Spaß können wir später noch haben. Wieso denn später? Ich will jetzt meinen Spaß. Zuerst müssen die Wolkenmobile blitzblank geputzt werden, dann die Straßenla... Hey! Erst fahren wir mit dem Spaßmobil und... Wohin geht ihr zwei? Ich nehme Schraubenkopf mit, um mit ihm zu spielen. Nein! Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Verbärt nochmal. Du denkst wohl, Spaß macht nur Freude und Vergnügen. Und du denkst, Arbeit macht nur Freude und Vergnügen. Als erstes werde ich mit Schraubenkopf... Sieht aus, als würde mein Löschstrahl doch etwas bewirken. Wenn diese kleinen Zotteltiere sich weiter so bekämpfen, werde ich das Wolkenland schon bald übernehmen können. Ich wusste doch, dass mein Plan funktioniert. Hast du daran geglaubt? Nein. Hallo, Schraubenkopf. Brummbärchi und Sonnenscheinbärchi streiten? Deinetwegen? Oh nein, wir sollten sie lieber suchen gehen.
Hey, Upsi-Bärchi, wo gehst du mit Schraubenkopf hin? Wir müssen Sonnenscheinbärchi und Brummbärchi finden. Aber wenn du sie sowieso suchen gehst, dann kannst du das Schraubenkopf einfach mir überlassen. Nur mir. Hä? Was? Schraubenkopf ist der einzige Roboter in ganz Wolkenland, der geteilt werden sollte. Mit mir. Ich könnte auch alleine mit Brummbärchi und Sonnenscheinbärchi reden. Also gut, wir reden später. Hallo, ihr zwei. Wisst ihr, was hier passiert ist? Upsi-Bärchi hat mir Schraubenkopf überlassen. Wie wäre es, wenn ich euch auch Gesellschaft leisten würde? Nein! Upsi-Bärchi hat die nur mir gegeben und nicht dir. Teile gern, Bärchi. Wenn du Schraubenkopf nur für dich behältst, bist du keine gute Freundin. Sowas kann ich gar nicht leiden. Hey, halt! Was glaubst du, wo er hingeht? Schraubenkopf, du solltest hierbleiben bei mir. Hallo, Upsi-Bärchi. Du siehst ja so traurig aus. Brummbärchi und Sonnenscheinbärchi streiten sich beide um Schraubenkopf. Und seitdem ist Teilegernbärchi auch ganz komisch. Hm, dann versuch einfach frohen Mutes zu sein. Versuch es. Frohen was? Frohen Mutes. Schon gut. Wie geht das denn? Immer lächeln. Überraschung! Immer schön lächeln, ich weiß. Oh, Überraschungsbärchi. Das war toll, Upsi-Bärchi. Du warst von allen Bärchis am überraschtesten überrascht. Komm, gleich nochmal. Hab ich dir nicht gesagt, du sollst frohen Mutes sein? Das ist ungerecht. Wenn jemand überrascht werden soll, dann ist das meine Aufgabe. Upsi-Bärchi hat keine Zeit, überrascht zu werden. Er muss lernen, frohgemut zu sein. Nein, muss er nicht. Er soll überrascht sein und nicht frohgemut. Du weißt doch gar nicht, was frohgemut ist. Wenn ich dir antworten würde, wärst du sehr überrascht. Oh, Schraubenkopf, Hurra-Bärchi und Überraschungsbärchi benehmen sich merkwürdig. Teilegern-Bärchi und Lieb-mich-Bärchi auch? Wieso fangen alle plötzlich an, sich zu streiten? Ach, hier bist du. Komm schon, Schraubenkopf, lass uns spielen gehen, bevor Brummbärchi uns findet. Da bist du ja endlich. Weißt du, was richtigen Spaß macht? So zu tun, als hätten wir das nicht gehört. Schraubenkopf. Ich bin froh, dass ich dich gefunden habe. Dann freut es dich auch, ihm dabei zuzusehen, wie er mir bei der Arbeit hilft. Aber erst nachdem du ihn mir ausgebockt hast. Aber ich hatte mich doch schon zum Spiel mit ihm verabredet. Er in der Werkstatt. Nein, das kann man nicht machen. Was denn? Natürlich. Hey. Wo sind sie hin? Wir müssen sie finden und aufmuntern. Ja, aber wem sagst du das? Oh, hallo. Streiten sich meine Freunde vielleicht auch um dich? Grünschnabel? Und Grizzle schickt ihn? Um alle unsere Bauchzeichen auszulöschen? Aber es ist schiefgegangen. Jetzt verstehe ich das alles erst. Hört mal alle zu. Ich habe herausgefunden, warum ihr euch so seltsam benehmt. Upsi-Bärchi ist seltsam. Es war Grizzle. Er schickte diesen Roboter, damit er alle unsere Bauchzeichen löscht. Aber es hat nicht geklappt. Es hat aber eure Wesen verändert. Brummbärchi, dich hat es noch brummiger gemacht. Und Überraschungsbärchi, noch überraschender. Und dich hat es wohl noch upsiger gemacht. Nein, hat es nicht. Denn ich habe leider keinen Bauch. Zeichen. Aber umso mehr bin ich um meine Freunde besorgt. Schraubenkopf macht sich auch Sorgen. Du hast recht, Upsi-Bärchi. Es tut mir leid, dass ich das gesagt habe. Oh. Was war das? Was ist passiert? Ich fühle mich nicht mehr so brummig. Schraubenkopf sagt, ihr müsst euch entschuldigen, damit eure Zeichen wieder ihre Kraft bekommen. Ich wollte dir nicht den Spaß verderben. Und mir tut es leid, dass ich dich von der Arbeit abgehalten habe. Das war nicht richtig von mir. Helft einander, seid rücksichtsvoll und vor allem ehrlich. Denkt daran, wie sich die anderen euretwegen fühlen. Dann sollte es funktionieren. Wir fangen gleich hier drüben zu graben an, Herr Schrott. Alle Herzen und diese albernen Regenbogen müssen verschwinden. Bist du überrascht, Grizzle? Du hast uns wohl nicht erwartet. Das
Das war alles an Schrotts Idee. Grünschnabel war uns eine große Hilfe. Du? Du Blecheimer hast meinen Plan komplett ruiniert. Was heißt hier, wer hat wen programmiert? Ich habe dir nur eine einfache Anweisung erteilt. Rede nicht in diesem Ton mit mir, du rülpsendes Schrottteil. Oh je, haben wir uns etwa auch so verhalten? Ich denke, ihr wart nicht ganz so schlimm. Danke, Upsi-Bärchi. Wofür denn? Du bist du selbst geblieben, obwohl der Rest von uns es nicht war. Brummbärchi, ich glaube, du und Schraubenkopf habt noch viel Arbeit vor euch. Nein, nein, nicht bevor du und Schraubenkopf endlich euren Spaß zusammen hattet. Nein, nein, zuerst die Arbeit. Nein, zuerst der Spaß. Ich bestehe darauf. Nein, ich bestehe darauf. Nach dir, Sonnenscheinbärchi. Lieb von dir, Sonnenscheinbärchi. Gern geschehen, Hurra, Bärchi. Suchst du das, Brummbärchi? Hä? Ah, ja, genau, das suche ich. Danke. Buh! Ich liebe Überraschungen. Sonnenscheinbärchi ist wirklich ein sonniges Bärchi. Ich wünschte, wir könnten es ihm irgendwie sagen. Also, worum geht es hier eigentlich? Ich habe wirklich keine Zeit für irgendwelchen Wibbel-Wabbel-Unsinn. Das ist kein Unsinn, Brummbärchi. Wir sollten Sonnenscheinbärchi mit etwas Nettem überraschen. Das ist eine wundervolle Idee, Überraschungsbärchi. Sonnenscheinbärchi ist immer sehr zuverlässig. Und er ist immer da, wenn wir Probleme lösen müssen. Ja, mit ihm ist das Leben so richtig aufregend. Naja, ich geb's ja ungern zu. Aber Sonnenscheinbärchi ist wirklich sehr hilfsbereit, manchmal. Und deshalb sollten wir ihm einfach Dankeschön sagen. Wie wäre es mit einer Trophäe? Sowas wie Bestes Bärchi oder so? Das ist gut, Teilegern-Bärchi. Brummbärchi, könntest du uns eine bauen, damit wir sie ihm überreichen können? Oh nein, ich bin zu beschäftigt. Geht absolut nicht, kann ich nicht. Nein, das kommt gar nicht erst in die Tüte. Ja, also gut. Hey, Sonnenscheinbärchi, was machst du da? Ich helfe Teilegern-Bärchi in ihrem Garten. Der brauchte noch mehr Sonnenschein. Darüber wollten wir gerade mit dir reden. Über all das Gute, das du für uns alle tust. Was? Wir wollten uns recht herzlich bei dir bedanken. Oh, wie schön. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das ist großartig. Und damit du nie vergisst, wie viel du uns bedeutest, hat Brummbärchi sogar ein besonderes Aufnahmegerät in die Trophäe eingebaut. Du bist der beste Sonnenscheinbärchi. Wir lieben dich alle. Du bist der beste Glücksbärchi in Wolkenland, Sonnenscheinbärchi. Du bist der hilfsbereiteste Glücksbärchi, den wir kennen. Dankeschön. Ich glaube, du bist ganz in Ordnung. Danke. Ja. Oh, ihr seid die besten Freunde, die ein Glücksbärchi haben kann. Du bist der hilfsbereiteste Glücksbärchi, den wir kennen. Dankeschön. Du bist der beste Sonnenscheinbärchi. Wir lieben dich alle. Die lieben mich alle wirklich. Niemand ist besser als du, Sonnenscheinbärchi. Gute Nacht. Niemand ist besser als du, Sonnenscheinbärchi. Gute Nacht. Nacht, Sonnenscheinbärchi. Sonnenscheinbärchi, du hast eine Trophäe bekommen? Ja. Oh, sehr hübsch. Kann ich... Nein, nicht anfassen. Sie soll nicht schmutzig werden. Oh ja, natürlich. Wir spielen doch trotzdem heute noch Bauchball, oder? Oh, ich kann nicht, Harmoniebärchi. Ich will heute überall meine neue Trophäe rumzeigen. Ich verstehe. Dann vielleicht morgen. Niemand ist besser als du, Sonnenscheinbärchi. Das hier haben mir meine Freunde geschenkt. Lieb mich, Bärchi, diese Trophäe ist für mich den Besten in Wolkenland. Wirklich? Du bist der beste Sonnenscheinbärchi. Siehst du, alle Bärchis sollen es wissen. Wieso schreist du denn so? Ich habe eine Trophäe bekommen. Ich weiß, die haben wir dir ja auch geschenkt, denn... Du bist der beste Glücksbärchi in Wolkenland, Sonnenscheinbärchi. Das sind deine eigenen Worte. Ja, aber wir haben sie dir für das gegeben, was du wirklich bist. Lass es dir nur nicht zu Kopf steigen. Ich bin der großartigste Glücksbärchi in Wolkenland. Jeder liebt mich. Das habe ich selbst hinzugefügt. Hey, seht euch das an. Er scheint diese Trophäe wirklich zu lieben. Er übertreibt ein wenig.
Ein Fleischklops? Nein, nein, ein Tintenfisch? Nein, sag es nicht, sag es nicht. Ein Weihnachtsbaum mit einem kaputten Licht? Auch nicht? Dann eine rostige Planierraupe? Oh, ich hasse es, mit dir Rätselraten zu spielen. Gut, jetzt bin ich an der Reihe. Der Glücksbärchi-Alarm? Komm schon! Was haben Sie bloß damit vor? Ich muss herausfinden, was es ist und warum es so wichtig für Sie ist. Ich werde es mir einfach ausborgen und sein Geheimnis herausfinden. Ab heute nenne ich dich, Goldi. Habt ihr schon meinen kleinen Freund Goldi gesehen? Diese Trophäe habe ich bekommen, weil ich der beste Glücksbärchi bin. Du bist der Beste. Danke dir, Sonnenscheinbärchi. Nein, ich danke dir, Goldi. Wartet, komm zurück. Goldi sagt noch mehr nette Dinge über mich. Goldi? Wo bist du? Ohne meine Trophäe. Wie soll ich da wissen, wie gut ich bin? Da gibt es nur eine Möglichkeit. Was ist passiert? Ich habe Sonnenscheinbärchis Glücksbärchistrahl gesehen. Beruhigt euch alle wieder. Grizzel hat Goldi gestohlen. Wer ist denn Goldi? Meine Trophäe. Sie hat einen Namen? Ja, aber jetzt ist sie bei Grizzel. Kommt schon, wir müssen Goldi zurückholen. Lass sie ihm doch. Es ist doch nur eine einfache Trophäe. Ich kann dir eine neue machen. Aber sie bedeutet mir so viel. Aber Grizzel hat sie sich einfach genommen, ohne zu fragen. Na ja, also gut. Wir werden dir helfen. Alles gehört mir. Alles. Aber was ist das eigentlich? Das ist nicht mal echtes Gold. Das verstehe ich nicht. Tja, wer weiß, vielleicht ist das trotzdem ein kostbares Stück. Goldi! Jetzt bist du gerettet. Das reicht. Du hast deine Trophäe und jetzt lass uns verschwinden. Seifenblase an! Ah, was passiert mit uns? Das ist meine neueste Erfindung, der Seifenblasenkäfig. Ich werde uns hier rausholen. Eure Glücksstrahlen sind hier nutzlos. Es gibt nur einen Weg, der hier rausführt. Seifenblase aus! Seifenblase an! Sie funktioniert mit dem Klang meiner schönen Stimme. Das ewige Glücksbärchi-Fangen hat mich sowieso schon ermüdet. Das ist alles meine Schuld. Ja, da kann ich dir nur zustimmen. Und was meint ihr? Oh ja. Aha. Aber das bedeutet, dass ihr mich mögt und dass ich großartig bin. Es ist nur eine Trophäe. Wir denken immer noch, dass du großartig bist. Du hast dich davon hinreißen lassen. Und deswegen sitzen wir fest. Aber wenn wir zusammengehalten haben, konnten wir immer unsere Probleme lösen. Ich glaube, das schaffen wir jetzt auch. So einfach platzt die Seifenblase nicht. Wir kommen nicht an den Hauptschalter ran. Nur mit Grizzels Stimme können wir die Seifenblasen platzen lassen. Wir könnten doch mit deinem Aufnahmegerät Grizzels Stimme aufnehmen. Ja, und zwar dann, wenn er Seifenblase aussagt. Das wird die Seifenblase zerstören. Gute Idee. Seifenblase aus. Nein, Brummbärchi, versuch du es. Seifenblase aus. Nein, es nutzt nichts. Sie reagiert natürlich nur auf meine Stimme. In Ordnung. Beweise es. Na schön. Seifenblase aus. Seifenblase an. Blase aus. Blase an. Blase aus. Blase an, Blase aus, Blase an, Blase aus. Schluss jetzt, Blase an. Jetzt seid endlich ruhig, damit ich mein Nickerchen halten kann. Und nun? Ich hab es. Seifenblase aus. Oh.
entschuldigt, dass mir die Trophäe so zu Kopf gestiegen ist. Ja, das stimmt, Sonnenscheinbärchi. Du warst wirklich ein wenig unerträglich. Aber wir sind stolz auf dich, dass du wieder zu dir selbst gefunden hast. Irgendwie schade, dass du deine Trophäe verloren hast. Das macht nichts. Ich brauche sie nicht mehr. Ich habe den Unterschied gelernt zwischen dem Selbstverliebtsein und von vielen anderen geliebt zu werden. Ah, sie sind entwischt. Wir haben die kleinen Plüschpuschel das geschafft. Nanu, da ist ja ein Knopf drauf. Blase an, Blase aus. Blase an, Blase aus. Blase an. Das war's für heute aus dem Wolkenland. Wir kommen wieder und sind sehr gespannt, was wir erleben. Ja, das erfährst du bald. Die Glücksbärchis freuen sich schon sehr auf dich.